In den meisten Fällen, wenn es ein nicht praktizierender Christ ist, hat er keine Antwort. Außer ich bin halt überzeugt davon. Okay, dann kannst du sagen, ich habe Nachforschung angestellt, ich habe erprobt. Also ich bin überzeugt davon, dass der Islam richtig ist. Guck mal, was das für ein Hammer ist. Und ich habe auch Beweise dafür. Weil ich geforscht habe. Das heißt, du hast ihn jetzt praktisch komplett auf den Nullpunkt runtergeholt. Wenn er sagt, ja, ich glaube da dran, ich bin da überzeugt von, aber ich kann nicht sagen, warum. Jetzt sagst du, ja, ich habe geforscht. Erstmal, du hast nicht geforscht, du hast einfach die Religion deiner Eltern genommen. Punkt 1. Punkt 2. Und ich bin überzeugt, dass der Islam die Wahrheit ist, aber ich habe auch einige Argumente dafür, wie zum Beispiel Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5. Und dann kannst du ein paar Sachen nennen, wie zum Beispiel naturwissenschaftliche Beweise. Und solche Sachen haben wir schon gelernt im Dawa-Kurs, die muss man auswendig lernen. Sag ich zum Beispiel, im Koran stehen zahlreiche Dinge, ja, die zur damaligen Zeit keiner wissen konnte. Das heißt, das Buch ist von Allah. Zum Beispiel, Allah sagt im Koran, Surah 55, Vers 19, Marj al-Bahrain yaltaqiyan, Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Die zwei Meere treffen sich, ja. Und zwischen ihnen ist eine unsichtbare Scheidewand, sodass sie nicht ineinander übergehen. Das ist etwas, was in der heutigen Zeit herausgefunden wurde. Ja. Was-samaa banaynaha bi-aydi wa inna lamusi'un. Surah 51 müsste das sein. Der Riyad. Und den Himmel haben wir mit Kraft aufgehoben, wir dehnen ihn aus. Edwin Hubble im letzten Jahrhundert hat festgestellt, dass der Himmel, dass das Universum sich ausdehnt. Punkt. Da bringst du andere Beweise, Aussagen des Propheten und so weiter. Das heißt, du hast Argumente. Du hast Argumente für deine Sache. Er hat keine Argumente für seine Sache. Du hast ihn darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, nach der Wahrheit zu suchen. Du hast ihm indirekt auf eine schöne Art und Weise die Hujja gegeben. Du hast nicht gesagt, du weißt ja, wer den Islam nicht annimmt, geht in die Hölle. Kannst du auch machen. Aber du hast es auf diese Art gemacht, wie es jeder Muslim kann, weil viele schämen sich, das zu sagen. Ja? Du hast so gesagt, du weißt ja, jede Religion behauptet von sich, der einzige wahre Weg zu Gott zu sein. Und die einzige Rettung vor der Hölle zu sein. Das Christentum behauptet das. Nimmt das für sich in Anspruch, der Islam auch. Weißt du, so hast du das so ein bisschen politisch korrekt ausgesprochen. Verstehst du? Das Christentum behauptet von sich, der einzig wahre Weg zu Gott sein. Der Islam behauptet auch, die einzige Rettung vor der Hölle zu sein. Naja, wir behaupten das ja auch. Da sieht die Sache schon anders aus. So, jetzt kannst du auf Punkte eingehen. Zum Beispiel, jetzt guck mal, er hat gesagt, er ist überzeugt. Dann sagst du zu ihm, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Glaubt mir meistens, der kein Wissen hat von der Religion, sagt, nee, der ist der Sohn Gottes. Meistens. Glaubt mir. Das ist der Knackpunkt. Da musst du zu ihm sagen, guck mal, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Das hast du aber falsch verstanden. Das verstehen viele falsch. Ich habe das auch am Anfang falsch verstanden. Das ist wichtig. Verstehst du? Weil wenn du sagst, ja, hast du falsch verstanden, du bist ein bisschen doof, nach dem Motto. Verstehst du, Ari, das haben die Leute keine Lust drauf, wenn du so mit dem redest. Aber wenn du zu dem sagst, nee, hör mal, ich muss dir sagen, das hast du falsch verstanden, ich habe das am Anfang auch nicht verstanden. Das heißt, weißt du, ich habe eigentlich auch keine Ahnung gehabt, aber ich habe weiter geforscht und habe ich rausgefunden. Das heißt, hättest du geforscht, hättest du das Glück gehabt und wärst an das richtige Buch getroffen, hättest du das auch mitbekommen. Verstehst du? Wo haben wir diesen Stil im Koran? Diesen Stil haben wir im Koran bei Surah Maryam. Da sagt Ibrahim zu seinem Vater, wird gesagt, sagt, Ya abati, inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdiyaka siratan sawiya. O mein Vater, zu mir ist Wissen gekommen. Nicht ich bin zum Wissen gegangen oder ich besitze das Wissen ist zu mir gekommen. Ich habe Glück gehabt, hätte auch zu dir kommen können. Ja. So folge mir. So, folge mir, dann wirst du einen geraden Weg geleitet. Das heißt, er macht sich klein. Genau wie wenn du mit jemandem redest, in der Moschee, ein Muslim. Ja, wenn du zu dem hingehst, sagst, hey, das ist falsch. Guck mal, wie du die Füße stehen hast. Ach, der ist direkt wütend, der hat gar keinen Bock auf dich zu hören. Ja. Guck mal, wie du die Füße hast. Ey, du musst das so und so machen, das ist falsch.
fühlt sofort angegriffen. Sagst aber zu dem, hör mal, Bruder, ich habe eine Frage an dich. Ich habe gelesen, dass man im Gebet die Hände nicht so machen soll. Dass man die so machen soll. Ich habe bei dir gesehen, dass du so machst. Hat das irgendeinen Grund? Hast du da irgendeinen Beweis für? Ganz anders, verstehst du? Du hast dich erstmal klein gemacht. Hätte auch sein können, dass du das zufälligerweise liest. Ich bin eigentlich dumm. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Aber ich habe gelesen. Das ist nicht mein Wissen. Ist unser Wissen, hat jeder. Aber ich bin drauf gestoßen, zufällig. Ich bin nicht Mr. Schlau. Ich bin genauso doof wie du. Ich bringe das jetzt als Beispiel, nur damit wir das verstehen. Ja? Natürlich meine ich jetzt nicht doof in dem Sinne. Ja? So, das ist etwas, das wirkt. Jetzt. Der sagt, nee, Jesus ist Sohn Gottes. Da musst du sagen, guck mal. Geh mal zu deinem Pfarrer, zu deinem Priester und frag mal, ob Jesus wahrer Gott ist. Weil Jesus ist laut eurer Religion wahrer Gott und da glaube ich nicht dran. Glaubst du, dass er wahrer Gott ist? Dann sagt er, nee, der ist kein wahrer Gott. Dann sagt, guck mal, laut deiner Religion bist du gar kein Christ, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist. Laut deiner Religion bist du gar kein Christ, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist. Du bist eigentlich Muslim. Du hast nur noch nicht verstanden. Weil du glaubst, dass man Gott dienen muss. Du glaubst, dass man Gott folgen muss. Du bist näher zum Islam als zum Christentum, weil du glaubst ja gar nicht, dass Jesus Gott ist. Und was meinst du mit Sohn Gottes? Meinst du, Gott hat Geschlechtsverkehr, Auzubillah, mit Mariam gehabt? Mit Maria? Wird er sagen, nein, nein, nein. Ich habe noch nie einen gehört, der ja gesagt hat. Dann sagst du, ja, also, dann ist ja dieses Sohnschaft metaphorisch gemeint. Was ist denn damit Sohn gemeint? Er wird dir sagen, einer, der Gott nahe steht. Sagst du ihm, ja, Vater unser im Himmel. Sagt dir Christo alle, Vater unser im Himmel. Das heißt, in dem Sinne, man will Gott nahe stehen, aber nicht Sohn, Sohn. Nur wir benutzen diesen Begriff im Islam nicht, weil so viele Menschen das missverstanden haben. Aber Jesus ist ein nahestehender Diener. So, und dann bringe diesen Punkt. Bringe diesen Punkt. Ist Jesus dein Vorbild? Er wird sagen, ja. Dann sagt er, dann gebe ich dir einen Tipp. Guck jetzt. Gebe ich dir einen Tipp. Geh mal nach Hause und bete so, wie Jesus gebetet hat, zu dem Jesus gebetet hat. Jesus hat nicht zu dem Priester in der Kirche gebetet oder hat nicht zu sich selber gebetet, so wie dein Priester in der Kirche das macht und auch nicht zu Maria gebetet und auch nicht zum heiligen Christopher gebetet und auch zum Petrus gebetet, damit er schönes Wetter bringt. Ja? Ja? Auch nicht zum heiligen Anton gebetet, damit er irgendwas wiederfindet, was er verloren hat. Der hat zu Gott gebetet. Geh nach Hause, bete zu Gott, dass er dir den wahren Weg führt. Aber weißt du, wie Jesus gebetet hat? Wie hat Jesus eigentlich gebetet? Hat er so gebetet oder so? Dann sagt er, keine Ahnung, also bei uns in der Kirche betet man so. Meistens wird er sowas antworten. Oder bei uns in der Kirche betet man so. Dann sagst du, nein. Jesus hat mit seinem Gesicht auf dem Boden gebetet, so wie die Muslime beten. Weil Jesus war ein Muslim. Der Muslim bedeutet Gottergebener. Nach dem Propheten Jesus kam ein neuer Prophet, Mohammed. Und der ist der letzte Prophet, der gekommen ist, um die Kirche und das, was die Kirche falsch gemacht hat, zu widerlegen. Das ist ein Beispiel, wie du mit solchen Leuten Dawa machen kannst. Einige Beispiele, einige Punkte, ja. Und Matthäus 26, Vers 39, und Jesus ging 3 Schritte weiter, fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Glaub mir, dieser Punkt, Matthäus 26, Vers 39, ist ganz wichtig. Für jemanden, der ein offenes Herz hat, der sagt sofort, was kann daran falsch sein, wenn ich nur zu Jesus bete? Und das sagst du zu ihm. Sagst du, ich frage dich, guck mal, Jesus hat nie zu jemand anderes gebetet außer Gott. Kann es falsch sein, wenn du nur zu Gott betest? Er wird sagen, nein. Kann es falsch sein, wenn du so betest wie Jesus? Er wird sagen, nein. Dann sagst du, ja, aber bei euch in der Kirche, die beten nicht nur zu Jesus. Die beten auch zu anderen außer Jesus und die beten nicht so wie Jesus. Komm zu uns in die Moschee. Wir beten nur zu dem Jesus gebetet hat und wir beten so, wie Jesus gebetet hat.
Das heißt, wir sind die besseren Christen sozusagen, ne? Als Beispiel, ja. Also wir sind die besseren Folger von Christus, weil wir das tun, was er gesagt hat. Das zu diesem Punkt. Jetzt kommt man mit einem, der praktiziert. Der sagt, der glaubt an die Trinität. Ich habe einen Vortrag über Trinität komplett. Ja, wo ich jedes Argument von denen auseinandernehme, oder zumindest jedes Argument, was ich kenne. Und der ist sehr ausführlich. Aber ich möchte euch, wie gesagt, einige Beispiele geben zum Nachdenken. Weil wer krank ist, den kannst du sowieso, wer die Wahrheit nicht will, dem kannst du machen, was du willst. Kannst du nur Dua für machen. Erstens, wenn er sagt, er glaubt an die Trinität. Jesus ist Gott. Dann wird er meistens erzählen, ja, verstehst du, Wasser gibt es auch in flüssig, gasförmig und Eis und so weiter und so fort, ja, beispielsweise. Ja. Kommt mit diesem Beispiel. Ich habe dieses Beispiel widerlegt auf dem Vortrag über Trinität. Aber was wichtig ist, diese Punkte sind nicht so wichtig. Ja. Weil wir müssen einen Unterschied machen, Bruder, das ist ganz wichtig. Wir müssen unterscheiden zwischen Beweis und Begründung. Beweis und Begründung. Dass es Wasser gibt in flüssig, gasförmig und Eis, ja, ist kein Beweis dafür, dass Jesus Gott ist. Das ist etwas, was viele Muslime in der Argumentation mit Christen vergessen. Es ist eine Erklärung, wie es sein könnte. Aber diese Erklärung ist falsch. Weil flüssig, gasförmig und fest ist immer dasselbe Element. H2O. Das ist fest H2O, das ist flüssig H2O und das ist gasförmig H2O. Aber in der Bibel haben wir erstmal Jesus, der Mensch ist und Gott, der Geist ist. Das heißt, das sind nicht mehr dieselben Elemente. Von dieser Seite her ist das Argument falsch, aber dieses Argument ist kein Beweis dafür, für die Trinität, sondern ist lediglich eine Erklärung. Und eine Erklärung ist kein Beweis. Ich kann vieles erklären, aber heißt nicht, dass die Erklärung von mir ein Beweis dafür ist, dass es wirklich so stattgefunden hat. Ich kann auch vor dem Gericht etwas erklären. Ich kann etwas erklären. Vielleicht hört sich das plausibel an. Diese Erklärung ist aber kein Beweis. Diese Erklärung kann widerlegt werden. Oder es kann sein, dass diese Erklärung falsch ist. Ich kann etwas auf falsche Art erklären. Ja. Deswegen, ich gebe bei Trinitariern nur einen Tipp. Glaub mir, halte an diesen Sachen fest. Halte an diesen Sachen fest. Man kann sich das Video von mir angucken. Da rede ich, glaube ich, 1,5 Stunden. War Jesus Gott oder nur ein Prophet? Da rede ich über diese Sachen ganz ausführlich. Alle Argumente von denen, die ich kenne und zur Widerlegung. Ich gucke mir das auch in Schala nochmal an, damit ich das immer wieder wiederhole, weil natürlich man vergisst ja auch Sachen. Ja, es sind ja viele Informationen. Aber eine Sache merkt euch die. Wenn er sagt, Jesus ist Gott, frag ihn, ich habe 2 Fragen an dich. Frage Nummer 1, ist Gott allwissend? Er wird sagen, ja. Frage Nummer 2, lügt Gott? Er wird sagen, ja. Okay, ich frage dich. Diesen Vers musst du merken. Markus 13, Vers 32. Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur wer? Gott. Das heißt, Jesus sagt, ich weiß es nicht. Versteht ihr? Man kann jetzt viele Beweise bringen, ja, dafür, dass Jesus nicht Gott ist und so weiter. Und da gibt es immer so Scheinheit, so mehrdeutige Ausreden, wie zum Beispiel Matthäus 26, Vers 39, Jesus betet zu sich selber, dann sagen sie, ja, er wollte beibringen, wie man Gott anbetet und so weiter. Dann würden wir sagen, warum betet ihr nicht genauso wie er? Warte gleich. Ja, du hast gerade gesagt, lügt Gott, die Frage, und er wird mit Ja antworten, aber du meintest wahrscheinlich nein. Achso, gut, dass du gesagt hast. Nee. Also, wenn ich frage, lügt Gott, dann wird er sagen, nee, Gott lügt nicht. Also wenn ich frage, weiß Gott alles? Dann sagt er, ja, Gott weiß alles. Lügt Gott? Dann wird er sagen, nee, Gott lügt nicht. Okay. Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, ich weiß es nicht. Du hast gesagt, Gott weiß alles.
entweder Jesus weiß, wann der jüngste Tag ist und hat gelogen, dann ist er nicht Gott. Oder Jesus weiß nicht, wann der jüngste Tag ist, dann ist er unwissend, dann ist er auch nicht Gott.